Servus zusammen. Heute stelle ich euch was vor von Exoterra, und zwar die Elevated Outcrops. Das heißt übersetzt erhöhte Felsformationen. Aber ich glaube, ich nehme das mal raus und zeige euch mal genau, wie das ausschaut. Einmal gibt es die große Version und einmal gibt es davon eine kleine Version. Jeder wird sich jetzt denken, das ist was zum Reinstellen. Falsch gedacht. Es ist was zum an die Scheibe machen. Scheibe, Glasterrarium. Weil, dazu kommen wir jetzt. Schau, ist schon auspackt. Super. Gibt es da einen Clip? Das schaut so aus. Wie ihr schon seht, mit einem doppelseitigen Klebeband. Und auf der anderen Seite habt ihr da das Gegenteil, wo das Ganze, wie man hört gleich, eingeschrieben gehört. Dann ist es perfekt wieder zum Entfernen, zum Waschen. Wieder ein Tipp von mir, dass es nicht nur für Glasterrarium ist, sondern auch für Holzterrarium. Ich würde da wieder zwei Schrauben reinmachen und dann an die Wand schrauben. Das sind 3D-Elemente mit Montageclip, leicht entfernbar. Ich glaube, ich zeige euch, wie das ausschaut im Terrarium. Der erste Step, wir starten mal mit der Fläche reinigen, wo wir dann unseren Felsen hinkleben. Der zweite Tipp von mir, ich werde jetzt als erstes den Clip reinmachen, so dass ich dann genau sehe, wo ich das positioniere. Ich werde zuerst schon ungefähr schauen, wo mir das gefallen wird, und zwar da, in der Höhe. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass ihr hinten genug Abstand habt, damit ihr, wenn ihr mal die Rückwand raus haben wollt, sie wieder rausbringt. Aber, wenn man es nicht vergisst, man hat den Clip, man kann das Ganze rausmachen. Dann ziehen wir das Ganze ab. Dann suche mir meine Stelle. Und klebe mir das Ganze dahin, wo ich es haben möchte. Das ist wieder ein kleines Element für unser Tiki-Terrarium. Das verlinke ich euch im Anschluss dann zum Schluss. Ich möchte euch noch ein paar Sachen dazu sagen. Und zwar, es ist nicht nur oder schaut nicht nur cool aus, sondern es bringt eure Tiere auch was. Sie haben erstens einen erhöhten Schlafplatz. Das heißt, es ist in der Nacht nicht so stressig, weil sie sich da sicher fühlen. Weil klar ist, am Boden haben die kleinen Tiere immer Schiss, dass sie aufgefressen werden für die größeren. Deswegen ist das perfekt. Das heißt, es sind viel gechillter unterwegs. Natürlich, umso weiter das oben ist, seid ihr auch viel näher an der UV-Lampe und am Sonnenplatz. Wieder perfekt zum Wärmen. Aber erzählt mal, was macht denn ihr so ins Terrarium, um weiter oben zu sein? Mit dem Clip verabschiede ich mich für euch. Liken, teilen, abonnieren. Bis zum nächsten Video.